Vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren auf der Tribüne und zu Hause. Frau Kollegin Gebauer, lassen Sie mich, und ich bin kirchenpolitisch für Piraten echt moderat, einfach mal mit ein bisschen Polemik anfangen. Polemisch gesagt gehören Bekenntnisschulen einfach nur in die Vergangenheit. Wir haben viele Dinge im Ausschuss schon gesagt. Ich wiederhole es noch mal in Kurzform. Ich muss keine 8 Minuten voll machen dafür. Erstens, wir haben geredet über die Schulleiter und den Schulleitermangel auch an öffentlichen Bekenntnisschulen. Unser Änderungsvorschlag, und Sie haben den Änderungsantrag ja auch vorliegen, sieht vor, dass wir eben die Schulleiter nicht ausnehmen davon, dass Ausnahmen gemacht werden können, sondern da, wo der Schulleitermangel vorherrscht, da müssen wir die Ausnahmen eben auch zulassen. Deswegen, erster Änderungsvorschlag, lassen Sie uns die Schulleiter in Ausnahmefällen auch nicht dem Bekenntnis angehören müssen lassen. Zweitens, zum Thema Demokratie. Und auch das haben wir im Ausschuss schon gesagt. Wenn ich mir vorstelle, ich würde hier im nächsten Plenum einen Änderungsantrag einbringen, und da würde stehen, Landtagswahlen sind nur noch dann gültig, wenn wenigstens die Hälfte der Wahlberechtigten auch abgestimmt haben. Und gewonnen hat außerdem nur derjenige, der mindestens die Hälfte der Stimmen bekommen hat. Ich glaube, ich würde hier zerrissen vor dem Herrn. Bei der letzten Landtagswahl haben nur 59% der Wahlberechtigten überhaupt mitgestimmt. Ihr Demokratieverständnis in allen Ehren, und ich glaube, dass wir bei der Landtagswahl auf einer Linie sind, aber dann zu sagen, es müssen mindestens die Hälfte der Eltern von Schülerinnen und Schülern zustimmen, das ist nicht das, wie wir uns Demokratie vorstellen. Wer nicht zu einer Wahl geht, der hat keine Meinung, der enthält sich und der darf dementsprechend auch einfach nicht mitgezählt werden. Auch das steht in unserem Änderungsantrag. Das wichtige Wort, was wir hier haben, ist das der Bekenntnishomogenität. Ein Fachwort kurz erklärt. Es geht darum, dass in einer Bekenntnisschule möglichst viele Schüler, also möglichst alle Schüler und alle Lehrer dem entsprechenden Bekenntnis angehören. Die Realität sieht aber einfach völlig anders aus. Und der Entschließungsantrag von Rot-Grün, den wir jetzt vorliegen haben, der löst diese Bekenntnishomogenität ja auch auf, indem er die Möglichkeit gibt, Religionsunterricht für Minderheiten anzubieten und sagt, wir müssen endlich das, was im Schulgesetz schon drinsteht, auch umsetzen. Die entsprechenden Erlasse und Verordnungen müssen angepasst werden. Aber seien Sie doch bitte mutig, wenn wir schon uns in Trippelschritten auf die Realität zubewegen. Und die Realität ist, dass an vielen, vielen Schulen wir längst islamischen Religionsunterricht haben müssten, wenn wir uns die Schülerzahlen angucken. Die Realität ist, dass wir einen Schulleitermangel haben an den Bekenntnisgrundschulen, weil es eben zu wenig Lehrer aus dem entsprechenden Bekenntnis gibt. Dann lassen Sie uns doch die Änderungen richtig machen und dann lassen Sie uns doch die Öffnung nicht nur für die Schüler, sondern auch für die Lehrer endlich durchziehen. Und ein letztes. Wir reden immer mit den katholischen und den evangelischen, mit dem katholischen evangelischen Büro. Das wird immer wieder bekräftigt. Wir haben mit den Kirchen geredet und die sind einverstanden und das ist alles dolle. Aber haben Sie denn auch mit den Vertretern der anderen Religionsgemeinschaften geredet? Haben Sie geredet mit islamischen Verbänden zu dem Thema? Was ist mit der Humanistischen Union, den Vertretern der Atheisten? Was ist mit Bahai, Buddhisten, den jüdischen Gemeinden? Ich weiß nicht was. Wenn wir mit den Kirchen immer nur reden, dann wird auch auf lange Sicht an dieser Bekenntnisschule, an der öffentlichen Bekenntnisschule festgehalten werden. Und das kann einfach nicht das Ziel sein, sich so vehement der Realität an vielen, vielen Stellen, an vielen, vielen Schulen in unserem Land entgegenzustellen. Und ein letztes. Ich komme auch noch mal auf diesen Bereich des Ethikunterrichts zurück. Der einzige Punkt im Entschließungsantrag, dem ich vorbehaltlos zustimmen kann, lassen Sie uns über diesen Punkt reden, lassen Sie uns auch perspektivisch über diesen Punkt reden, das ist vollkommen in Ordnung. Aber wir haben so viele Schulen, wo die Bekenntnisse eben nicht mehr homogen sind, wo wir auch nicht von 2 oder 3 Bekenntnissen reden, sondern von vielen, vielen und auch von der negativen Religionsfreiheit, wo Kinder eben keinem Bekenntnis mehr angehören. Lassen Sie uns darüber reden, den Religionsunterricht zusammenzufassen und einen Religionsunterricht zu machen, in dem über alle Religionen geredet wird, in dem über Integration und Toleranz geredet wird. Das muss perspektivisch unser Ziel sein. Da sind wir voll auf Ihrer Linie. Lassen Sie uns bitte diesen Weg gehen, einen modernen Weg gehen, und lassen Sie uns nicht an der öffentlichen Bekenntnisschule an dieser Form auf immer festhalten. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Marschall.